Wir sind wieder zurück im zweiten Teil mit Civilization Beyond Earth und unserem kleinen Guide zum Early Game. Und im letzten Teil habe ich ausgewählt, wen wir alles mit auf die Reise nehmen nach Domhausen. Und jetzt zeige ich euch mal die ersten Spielzüge hier in unserer Umgebung. Das erste, was uns hier angeboten wird, ist die Produktion wählen. Und das ist das, was man auch alles schon aus den Vorgängerspielen kennt. Die Stadt, unsere erste Stadt oder Siedlung, kann verschiedene Dinge bauen und errichten. Und wir bekommen auch immer Hinweise von unseren Beratern, was wir bauen sollen. Und in dem Fall wird uns empfohlen, die Reliquie der alten Erde. Und das ist tatsächlich eine ganz sinnvolle Sache. Ist vergleichbar mit dem Schrein aus den Vorgängerteilen, bringt uns Kultur und ist schnell zu bauen. Und das sollten wir beginnen. Ja. Hier sehen wir dann auch, jetzt habe ich aus Versehen den Arbeiter bewegt, hier sehen wir quasi eine Übersicht über unsere Stadt, wie lange es dauert, bis das Gebäude beendet wird, der Level unserer Stadt und in wie vielen Zügen, nämlich in 4, unsere Stadt aufsteigen wird. So, unseren Arbeiter habe ich dooferweise jetzt schon zur Seite geschickt, weil ich mich verklickt habe. Das ist egal, den benutzen wir einfach in der nächsten Runde. Den Erkunder schicken wir auch mal los. Und da sehe ich direkt hier ist eine Reliquiensonde, müsste das sein. Ich blende das hier mal aus. Eine Ressourcensonde, genau. Diese Ressourcensonden können von unseren Erkundern oder Spähern quasi erobert werden. Oder wenn man mit ihnen auf dieses Geländefeld geht, dann werden sie in Besitz genommen. Und sie enthalten meistens so einen kleinen Bonus, der fürs Spiel ganz wichtig sein kann. Also es lohnt sich immer, nach diesen Sonden Ausschau zu halten. Aber ansonsten würde ich den Erkunder einfach immer auf Erkunden automatisch stellen, weil die Art, wie er sich bewegt, ist eigentlich recht klug und wenn er in die Nähe solcher Sonden kommt, dann macht er das auch von ganz alleine. So, das kann ich noch sagen, es gibt jeder Kunde hat hier unten ein Expeditionsmodul mit dabei. Immer nur eins, kann man später aufrüsten und wieder in der Hauptstadt auffrischen oder in irgendeiner Stadt. Und mit diesen Expeditionsmodulen kann man ganz besondere Artefaktorte erforschen. Und zwar sind das solche Ausgrabungsorte, die werden dann auch kenntlich gemacht auf der Karte. Und das dauert dann immer ein bisschen länger, bis er die erkundet. Und meistens gibt es dann auch einen richtig schönen wertvollen Batzen Ressourcen oder irgendeine Wissenschaft. Apropos Wissenschaft, unsere Forschung müssen wir wählen. Und hier seht ihr gleich die größte Neuerung des Spiels eigentlich. Das ist der Technologiebaum. Technologiebaum trifft es eigentlich nicht richtig. Es ist eigentlich ein Radialmenü, also kreismäßig angeordnet. Und wir haben im Grunde die Möglichkeit, uns in jede Richtung weiterzuentwickeln. Die Unterteilung sieht so aus innerhalb des Technologiebaums, dass es gibt immer eine Haupttechnologie bei jedem Punkt. Also hier ist es zum Beispiel die Biologie. Und die kostet uns 257 Wissenschaftsressourcen. Das ist ziemlich viel und das ist typisch für diese obere Reihe der Technologien. Das sind so diese allgemeinen Erkenntnisse und Wissenschaften, die erst gemacht werden müssen. Und darunter schließt sich dann immer eine bestimmte Anzahl an untergeordneten Technologien an. Die geben nochmal in diesem bestimmten Feld weitere Verbesserungen oder neue Gebäude, kosten aber nicht so viel Wissenschaft, also können schneller erforscht werden. Das heißt, ein Freischalten einer solchen Kategorie dauert immer ein bisschen länger, aber dann geht es recht zügig, da weiter zu forschen. Zu Beginn empfehle ich, die Pionierarbeit zu erforschen, denn das ermöglicht uns Dinge wie neue Siedlungen zu gründen, zu handeln und und das ist eine ganz grundlegende Sache, die man schon ab einigen Zügen benötigen wird. Deswegen gehen wir zuerst mal auf die Pionierarbeit. So, haben wir alle beschäftigt soweit? Ja, dann können wir eine Neuerung, das Questlog. Das Questlog sorgt dafür, dass ihr regelmäßig mit Missionen versorgt werdet. Diese Missionen sind völlig optional, das heißt, ihr müsst sie nicht machen. Aber wenn ihr sie macht, bekommt ihr Belohnungen oder ihr steigt bei besonderen Fraktionen auf. Dazu komme ich aber gleich noch. Es lohnt sich immer mal reinzugucken, was da so angeboten wird. Das findet ihr hier unten in der Schnellauswahl. Und zwar, genau, Moment, welche Datei ist es? Genau hier, ja, der runde Bommel. Und es lohnt sich immer mal reinzuschauen und zu schauen, ob der was machen kann. Aber meistens sind da solche Missionsziele, die ohnehin von euch erfüllt werden. Also am Anfang vor allem. Dann sind es mal solche Sachen wie gründe eine neue Stadt oder baue einen zweiten Arbeiter oder sowas. So, wir beginnen den nächsten Zug und werden direkt mit einem Ereignis konfrontiert. Und zwar haben wir jetzt erfahren, dass... Moment. Come, Mr. Haban. The Commonwealth welcomes you. Ganz genau. Dass einer unserer Konkurrenten oder Mitarbeiter dann je nachdem gelandet ist. Und das ist auch ein Unterschied zu dem Vorgängerspiel von Civilization.
Die KI-Gegner starten alle versetzt, also nicht zur gleichen Zeit und im, ja, aus Zufallsprinzip heraus. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass alle irgendwann zwischen der ersten und 20. Runde gelandet sind. Und die haben dann keinen Nachteil, sondern es wurde uns so erklärt von den Entwicklern, dass die ganz spät kommen, die haben am meisten Ressourcen mit am Schiff, also haben keinen Nachteil, sondern fast schon einen kleinen Vorteil und kommen auf jeden Fall nicht ins Hintertreffen. Und ihr könnt direkt mit diesen Zivilisationen in Kontakt treten, ohne dass ihr sie vorher finden müsst und seid auch ab sofort jederzeit mit ihm fähig zu kommunizieren über die Diplomatie. So, neue Runde. Wir können unseren Erkunder auf die Ressourcensonde schicken. Schauen wir mal. Im Inneren der Ressourcensonde haben sie verschiedene Güter und Luxusgüter gefunden. Sehr schön. Und wir bekommen 20 auf die Kultur. Das hat jetzt dafür gesorgt, wie wir hier oben sehen, dass wir einen Punkt in einen Wert investieren können und diese Werte ersetzen die Sozialpolitiken aus den vorherigen Spielen. Es gibt 4 Kategorien, Macht, Wohlstand und Wissen, Industrie, in 3 verschiedenen Ausprägungen. Es funktioniert so, man kann Punkte investieren und bewegt sich so quasi von oben nach unten durch diese Bäume. Und früher oder später muss man sich eigentlich konzentrieren auf einen Baum, um möglichst viel freizuschalten. Dann gibt es eben verschiedene Boni wie Städte wachsen schneller bei Wohlstand oder Städte produzieren mehr Zufriedenheit. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, am Anfang erst noch ein bisschen breit zu fächern, aber dann spätestens ab Kategorie 2 zu investieren in einen Pfad. Und ich nehme jetzt mal einfach mal am Anfang plus 10 Produktion für Gebäude, um einfach mal einen schnelleren Start hinzukriegen. So, eine Einheit benötigt noch Befehle, das ist die hier. Die schicken wir jetzt, wie schon gesagt, auf die automatische Erkundung. Da müssen wir uns darum nicht kümmern. Und er hat direkt noch eine Ressourcensonde gefunden. Die wird er von alleine dann aufsuchen. Und noch eine Mitteilung bekommen, Quest aktualisiert. Jawohl, wir haben hier, wir sollen 2 Ressourcensonden finden. Eine müssen wir noch. Wie ihr seht, das funktioniert dann alles ganz automatisch. Oh, da landet direkt in unserer unmittelbaren Nähe auch einer. Na, hallo. The temple doors of the protectorate are open. Mit der sollten wir uns gut halten, denn sie wohnt ja direkt bei uns und man sieht jetzt hier schon, man hat verschiedene Möglichkeiten, Kooperationsabkommen, das ist alles, wie man es alles schon kennt und Handel ist auch möglich. Allerdings haben wir bisher nur Energie und keine besonderen Ressourcen, das ist ein bisschen doof. Deswegen halten wir uns die Kollegin mal warm, ja, und sind mal nett zu ihr und versuchen mal nicht in ihrer Nähe zu siedeln, um sie nicht böse zu machen. Denn, ja, ein bisschen Platz ist ja, aber hier wird es dann schon kritisch, glaube ich. So, nächste Runde. Mehr können wir noch nicht machen, weil aktuell alles beschäftigt ist, was wir so haben. Und da landet noch einer. Ihr seht, es geht zack auf zack. So. Iskawaran, the African people greet you. Zu den Charakteristika der KI kann ich tatsächlich noch gar nicht so viel sagen. Da, ich habe zwar schon mehrere, also wirklich schon viel Zeit mit dem Spiel verbracht, aber ich kann immer noch nicht einschätzen, wie die verschiedenen KI-Leute so drauf sind. Also man kennt ja aus den alten Spielen, Attila ist immer total aggressiv, Gandhi ist friedlich und baut am Ende eine Atombombe. Das sind so Dinge, die man schon kannte, aber bei den jetzigen KI-Kollegen, die sind fast ein bisschen farblos. Ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, welche jetzt eher aggressiv reagieren und welche nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so vom Spiel vorgesehen ist in diesem Teil, dass die so eine eigene Persönlichkeit haben. Ja, wir haben eine neue Mitteilung bekommen, die Ressourcensonde, die zweite, die wir durchsucht haben, ist auf einen Satelliten gestoßen, und zwar ein ganz besonderer, ein Sonnenkollektor. Und dieser Sonnenkollektor befindet sich jetzt in unserem Besitz und wird in unserer Hauptstadt angezeigt. Und das ist eine ganz besondere Einheit, mit der können wir in den Orbit aufsteigen und den kann man sich auch einblenden lassen, das ist hier. Und der Orbit ist quasi eine Zwischenebene zwischen Erde und Luft und da können wir zum Beispiel diesen Sonnenkollektor hinschicken. Was macht dieser Sonnenkollektor? Der wird innerhalb dieses grünen Gebietes, das ich hier quasi verschieben kann, wird er einen Produktionsbonus auf Energie und alle anderen Werte geben, aber nach einiger Zeit versiegt dieser Nachschub wieder. Also irgendwann stürzt er dann vom Himmel und ist unbrauchbar, aber für diese kurze Zeit haben wir einen kleinen Vorteil und deswegen setzen wir ihn direkt am Anfang ein, denn das können wir gut gebrauchen. So, und jetzt sehen wir hier, das ausgefüllt blaue Feld ist aktiv und hier kriegen wir einen Bonus auf Energie und Produktion. So, verlassen den Orbitalmodus wieder und gehen ab in die nächste Runde.
Im oberen linken Bereich übrigens seht ihr immer eine Übersicht, wie weit unsere Technologie vorangeschritten ist, die wir momentan erforschen, und welche Dinge auf uns warten, wenn wir es denn geschafft haben, um die Übersicht zu behalten. So, zwei Mitteilungen bekommen. Die erste ist, Domhausen ist gewachsen, das freut uns. Was uns allerdings nicht so freut, ist, dass Aliens aufgetaucht sind. Und zwar, ich mache hier mal die Erträge aus, damit ihr die auch sehen könnt. Hier haben wir eine Gruppe von Aliens und da haben wir eine Gruppe von Aliens. Und die nähern sich unserer Stadt. Dazu gibt es ein paar Dinge zu sagen. Und zwar, die Aliens, sagte ich eingangs, sind vergleichbar mit den Barbaren. Allerdings nicht in jeder Hinsicht. Die Aliens wirken intelligenter und so, als hätten sie tatsächlich einen eigenen Plan. Und der sieht so aus, dass die Aliens von sich aus uns erstmal nicht angreifen werden. Sie könnten theoretisch diesen Arbeiter angreifen, aber sie machen es nicht. Sie werden uns definitiv angreifen, wenn wir jetzt mit unserer Stadt die angreifen. Also dann reagieren sie auf unsere Aggressivität und werden zurückschlagen. Deswegen empfehle ich am Anfang nicht auf die Aliens zu reagieren, die lassen euch in Ruhe und werden euch wahrscheinlich erst angreifen, wenn ihr mehr in deren Gebiet verdringt, also dort, wo irgendwo ein Alien-Nest von denen ist. Später gibt es auch eine Technologie, die recht wichtig ist, die wird euch Zäune für eure Städte geben und dann können sie nicht mehr in euer Gebiet eindringen. Aber soweit sind wir noch nicht und deswegen greifen wir die auch erstmal nicht an. So, auch wenn die Versuchung groß ist. Ihr seht hier, wie ich es gesagt habe, die ziehen vorbei. Und ein Quest wurde aktualisiert. Uns wird gesagt, wir sollen eine Kolonie gründen. Das machen wir, aber noch nicht jetzt. Das ist noch ein bisschen zu früh. Und gehen direkt in die nächste Runde. Sehr schön. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich, weil wir eine neue Ressourcensonde gefunden haben und bekommen 10 Wissenschaft. Genau, und in dieser Ressourcensonde haben wir noch mehr Forschungspunkte bekommen. Das freut uns. Wie ihr seht, da oben in 9 Runden haben wir auch schon die Pionierarbeit freigeschaltet. So, unser Bauarbeiter, sehe ich gerade, ist fertig mit seiner ersten Aufgabe. Ah, das war hier scheinbar gerade... ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat. Da hat er... vielleicht war das ein kleiner Bug, das kann natürlich sein. Ich habe ihm eigentlich gesagt, er soll eine Farm bauen, aber er hatte kurzzeitig einen Generator gebaut. Generatoren sind wichtig, da sie uns Energie liefern, hier oben das Gelbe, und das brauchen wir eben für alles, wofür man früher Gold gebraucht hat. Aber ich möchte am Anfang Nahrung und deswegen baue doch lieber eine Farm, lieber Bauarbeiter. So, wir können was Neues bauen, denn das Relikt wurde errichtet. Als nächstes die Klinik, mehr können wir auch gar nicht, aber das ist auch empfehlenswert. Soldat wäre auch eine Möglichkeit, aber die Aliens lassen uns noch in Ruhe, deswegen die Klinik, die bringt uns Wissenschaft und Gesundheit, und wie ihr hier oben seht, die ist momentan bei 5 und wir wollen die auch möglichst hochhalten, und deswegen werden wir das auf jeden Fall als erstes bauen und schauen mal, wo unser Erkunder eigentlich ist. Ah, treibt sich da hinten rum. Die Erkunder sind übrigens gar nicht mal so sicher vor diesen Aliens. Die werden durchaus gerne mal angegriffen, und hier sehe ich auch gerade, ist schon ein Alien-Nest. Das können wir zerstören, indem wir Soldaten darauf bewegen, aber die Aliens machen es uns natürlich auch nicht so einfach. Jetzt hoffe ich mal, dass der das überlebt und nicht direkt malträtiert wird. Eine neue Ressource, die hat er scheinbar finden können. Mehr Kultur, das ist schön. Und wir können wieder einen neuen Punkt investieren und dieses Mal, glaube ich, in die Wissenschaft, um ein bisschen schneller arbeiten zu können. Ah ja, wie ich es gesagt habe, er wird angegriffen. Und hat leider keine Chance. Und diese Aliens können richtig viele irgendwann werden. Das wird übrigens nicht als Aggression von ihrer Seite aus gezählt. Das bedeutet, diese Aliens hier in dieser Stadt werden mich immer noch nicht angreifen. Noch nicht. Aber ich sollte so langsam mal Soldaten auf die Kette kriegen. Oh, und da landet noch einer. Ziemlich weit weg dieses Mal. Tag. So. Zurück zur Stadt. Hier gibt es eine Sache, die ich auch gerne erwähnen möchte. Es gibt verschiedene Alienrassen oder verschiedene Alienarten. Wir haben gerade eben die sogenannten Wolfskäfer gesehen. Das sind diese Teile, die ganz normal rumlaufen auf mehreren Beinen. Aber es gibt auch fliegende Varianten. Ne? Die können auch von allen Einheiten angegriffen werden, aber haben andere Schadenswerte. Und neben diesen Dingern gibt es dann noch zwei andere, soweit ich es bisher überblicken kann. Und eine davon ist richtig fies.
Das ist der sogenannte Belagerungswurm und das ist wirklich ein Titan. Also der ist richtig hartnäckig. Da hoffen wir mal, dass wir so früh auf keinen treffen. Genau, das hier ist auch eine Alien-Rasse. Die sind die Artillerie der Aliens sozusagen. So, da ist er fertig und jetzt brauchen wir mal ein bisschen Produktion. Wir müssen mal ihn irgendwo hinschicken. Oder Energie wäre eigentlich auch wichtig. Ah, genau. Wir werden jetzt mit einer Questentscheidung konfrontiert, was auch ziemlich oft im Spiel passiert. Das bedeutet, es wird manchmal zufällig, manchmal bestimmten Ereignissen von uns eine Entscheidung verlangt. Und diese Entscheidungen sind durch eine Geschichte eingebettet in das Erlebnis, aber auch extrem wichtig für das Spiel. Denn hier zum Beispiel werden wir gefragt, wollen wir die Reliquien der alten Erde unberührt lassen, wenn wir welche finden? Das würde uns freien Unterhalt für alle Reliquien gewähren. Oder machen wir sie der Öffentlichkeit zugänglich? Das bedeutet, die Reliquien kosten zwar, wir bekommen allerdings auch Kultur durch sie. Und dazu tendiere ich jetzt mal. Da gibt es später ganz wichtige Entscheidungen. Entweder das Universum entwickelt sich weiter, oder es ist statisch. Wir wählen die Entwicklung. Wir haben eine neue Technologie freigeschaltet, die Pionierarbeit. Endlich. Und was macht denn unser Kollege da? Der fährt hier immer wild rum. Ich glaube, ich habe den aus Versehen auf automatische Bewegung geschickt. Der soll nämlich hier gleich was bauen. Hier sehen wir nämlich eine besondere Ressource, Chitin. Gibt uns jetzt keine, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Wohlstandsressource, aber sie ist ein bisschen ertragsreicher als andere Nahrungsfelder. Das ist sehr gut. So, gehen wir mal in die Forschung, schauen wir, was wir als nächstes hier machen können. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal in diese Richtung Genetik, denn hier findet man viel mit mehr Gesundheit, mehr Wissenschaft und bekommt auch die Möglichkeit, irgendwann diesen fiesen Miasma-Giftgasstaub zu entfernen. So, Genetik, immer eine gute Wahl. Ja. Jetzt hoffen wir, dass unser Arbeiter da nicht gelünscht wird, genau. Ab geht's dahin und bau die Chitin-Koppel. Das ist gut. Das ist so ein bisschen wie eine Weide oder so, wie man es aus älteren Spielen kennt. Da kriegen wir eben das besonders ertragreiches Feld später. Also es hat jetzt schon 3 Nahrung und 1 Energie und wird dann sogar noch geiler. So, langsam mache ich mir aber Sorgen um diese Alien-Plage da bei uns. Und noch einen. Ja. Bisher ist die Interaktion mit denen noch nicht so möglich, weil ich eben noch nichts zum Handeln habe. What's ours is yours. Aber trotzdem möchte der Herr Hutdammer von Polystralien schon eine Kooperation mit uns eingehen. Die lehnen wir aber erstmal ab, denn wir haben ja neben uns die werte Kollegin da, die Frau, sitzen und ich möchte eigentlich vor allem mit ihr eine Kooperation und wenn sie schon Beef mit ihm hat, dann würde ich es ja mit ihr direkt versauen und er nimmt mir das ja auch nicht so übel. So, und einen neuen Wert. Das trifft sich ganz gut. Ich würde sagen, hier können wir den zweiten Teil beenden und ich mache mir mal Gedanken, wo ich den dritten Punkt investiere, um in den Werten aufzusteigen. Und ihr findet mich im dritten Teil des Videos wieder. Bis gleich!